Ein verstaubtes Zauberbuch voll mit Magie und Hexenkraft. Ein Buch, das Hexen wirklich möglich macht. Lilly, leg los! Hexe Lilly zaubert gerne. Lilly, leg los! Lilly reist durch die Zeit. Auf Abenteuerreisen gehen. Das wird toll, ihr werdet sehen. Was wird denn wohl dieses Mal geschehen? Lilly, leg los! Hexe Lilly zaubert gerne. Lilly, leg los! Durch Raum und Zeit. Noch diese dumme Erkältung. Wenn ich so verwöhnt werden würde, hätte ich es auch nicht eilig, wieder gesund zu werden. Kann ich mir jetzt die Zauberschule ansehen? Nein! Häslein hüpft das Hüglein hinab, fängt gleich an. Oh, bitte, Mama. Die Zauberschule ist doch meine Lieblingsserie und ich habe schon die letzten drei Folgen verpasst. Und zwar nur, weil mein kleiner Bruder... Es tut mir leid, Lilly. Leon ist nun mal so schrecklich krank und... Ja! Den ganzen Tag heißt es nur, hol mir das und ich will aber die Sendung sehen und bringst du mir noch ein bisschen Eiscreme? Mama versucht schon seit einer Woche alles Mögliche, damit Leon wieder gesund wird. Aber kein Erfolg. Tja, was soll sie auch machen? Sie kann ja schließlich nicht eben mal so in den Regenwald flitzen, oder? Das hat jedenfalls meine Oma immer gemacht, wenn sie nach einem Heilmittel gesucht hat. Im Regenwald? Ja, sie hat dort alles Mögliche gesammelt. Weißt du, ich wollte schon immer mal in einen tropischen Regenwald in Südamerika. Wenn deine Großmutter dort tolle Heilmittel gefunden hat, können wir das doch auch versuchen. Wir suchen etwas, das gegen Leons Erkältung hilft. Ich glaube, das hier ist es. Shinga Wingai! Weg sind wir zwei! Fliegen wie im Traum, durch Zeit und durch Raum! Aber hallo. Und hier hat sich meine arme Großmutter rumgetrieben. Es wundert mich, dass sie nicht irgendwann mal verloren gegangen ist. Psst. Hab keine Angst. Wir wollen dir nicht... Hilfe, rette sich, wie er kann! Was war das denn? Weg hier! Kann mir mal jemand sagen, was hier los ist? Auf so einem Ding wollte ich eigentlich schon immer mal mitfahren. Manometer, das war ganz schön knapp. Sie zerstören schon seit einiger Zeit den ganzen Wald. Hallo, mein Name ist Alana. Hallo, ich heiße Lilly. Und das hier, das ist Hector, mein... Das ist aber wirklich eine drollige kleine Echse. Und sie hat sogar Flügel, wie süß. Wie bitte? Drollig und süß? Ich verbitte mir diesen Ton. Und sprechen kann er auch noch. Also ehrlich, ich muss schon sagen, die Wunder unserer Erde versetzen mich immer wieder in Staunen. Das ist Amira, sie ist meine zahme Echse. Wenn ich mich mal eben vorstellen dürfte, mein Name ist Hector. Und man behauptet, ich sei ausgesprochen drollig und süß. Wir sollten besser von hier verschwinden. Drollig und süß, jawohl.
Und jetzt haben wir natürlich Angst, dass die Männer mit den Maschinen uns das ganze Land wegnehmen. Unser Dorf wird zerstört werden. Und wo sollen wir dann hin? Wo sollen wir leben? Das ist ja schrecklich. Hör auf damit, das ist nicht witzig. Entschuldigung. Hier, das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Das da unten ist ihr Dorf. Das Dorf der Männer mit den Maschinen. Und der kleine, dicke Mann da, das ist José Greenback. Er ist ihr Anführer. Wenn das so weitergeht, brauchen wir Jahre, um den ganzen Wald zu roden. 2 Jahre und 7 Monate, um genau zu sein. Du sagst es, dann sollten wir mal ranklotzen. Schon alles Mögliche versucht, damit sie von hier verschwinden. Aber bis jetzt waren wir leider nicht sehr erfolgreich. Vielleicht können wir ihnen ja helfen. Was meinst du, Hector? Wir könnten ja... Was hältst du von einem kleinen Tanz? Klasse! Das ist eine ganz hervorragende Idee. Ich hatte da eher an eine andere Art von Tanz gedacht, Hector. Oh, ach ja, verstehe. Bevor wir uns an die Lösung eines Problems machen, tanzen wir ganz gern, um ein bisschen lockerer zu werden. Interessant. Die Männer dürfen den Regenwald nicht besiegen. Ruhe und Frieden soll über dem Lande liegen. Die Maschinen sollen stehen. Und alle Leute nach Hause gehen. Und sollen als Reifen Kürbisse kriegen. Was ist denn jetzt auf einmal los? Oh, das war spitze. Ich habe ja schon viele wundersame Dinge in meinem Leben gesehen. Aber noch nie habe ich einen Zauber gesehen, der so stark war wie dieser. Oh, du meinst das da? Also damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Glaub mir, das war reiner Zufall. Nein, das war ein sehr starker Zauber. Kommt mit, ich führe euch in mein Dorf. Ihr müsst mein Volk kennenlernen. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier passiert? Tja, also zuerst war alles, naja, ganz normal. Und dann war es plötzlich nicht mehr normal. Ein großer Blitz und dann Kürbisse. Sowas, Kürbisse. Und wie lange braucht ihr, um das zu reparieren? Tja, also hier draußen Ersatzteile zu kriegen, kann man schwer sagen. Monat? Ich könnte schwören, hinter dieser Aktion stecken diese nervtötenden Eingeborenen, die nichts Besseres zu tun haben, als dem Fortschritt im Weg zu stehen. Habe ich es nicht eben gesagt? Da hinter diesen Büschen treibt sich dieser trottelige Medizinmann herum. Worauf wartet ihr noch? Los, schnappt ihn euch! Ich habe eine Idee, wie wir uns diesen vermaledeiten Eingeborenenstamm ein für alle Mal vom Halse schaffen können. Das schmeckt aber gut. Das ist ganz süß. Oh nein, nicht das! Es ist nicht süß. Es ist eher nicht so gut. Es... Es gibt unendlich viele Dinge hier im Regenwald. Sowohl gute als auch schlechte. Man muss sich schon sehr gut auskennen. Vielen Dank, ich werde es mir merken. Oh. Lilly, das
ist mein Dorf. Lilly, ich möchte dir meinen Vater vorstellen. Er ist der Häuptling unseres Dorfes. Vater, das ist Lilly und ihre kleine Echse Hector. Sei willkommen, Lilly. Ach, ist der drollig. Na, du bist ja ein ganz Süßer. Lilly hat die Maschinen, die den Wald zerstören, mit einem mächtigen Zauber belegt. Und jetzt funktionieren sie nicht mehr. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Diese Maschinen haben uns schon sehr viel Kummer bereitet. Lasst uns ein großes Fest feiern. Sag mir, können wir uns auf irgendeine Art und Weise erkenntlich zeigen, kleine Zauberfrau? Naja, wir waren ja eigentlich auf der Suche nach so einer Art Heilmittel. Einer Medizin gegen Erkältung. Sie ist für meinen Bruder. Was ist das, eine Erkältung? Ja, wie soll ich das erklären? Das ist, wenn man immer zu niesen und husten muss. Ungefähr so. Atschi! Der Arme. Das ist eine Erkältung? Ja, so ungefähr. Oh ja, ich kann verstehen, dass ihr dafür ein Heilmittel braucht. Aber dazu müssen wir auf die Rückkehr unseres Medizinmannes warten. Hättet ihr die Güte, uns zu sagen, wer ihr seid? Ich bin euer Medizinmann, wer denn sonst? Du bist nicht unser Medizinmann. Du siehst überhaupt nicht aus wie ein... Ja, ich sehe sehr verändert aus. Das liegt an einem sehr großen und mächtigen Zauber. Ein Zauber, ein mächtiger Zauber. Und wegen dem Zauber bist du auch so fett geworden? Nun ja, nein, das ist wegen der köstlichen Speisen in dem fruchtbaren Garten, den ich gefunden habe. Dort ist das Essen so lecker, dass man einfach nicht aufhören kann zu essen. Deswegen bin ich so fett geworden. Ganz ohne Zweifel, die Veränderung ist bemerkenswert. Ja, in der Tat, ich konnte es am Anfang selbst kaum glauben. Aber wer außer dem Medizinmann mit der Maske würde das hier bei sich tragen? Ja, wohl wahr. Ja. Ich bin zurückgekehrt, um euch mitzuteilen, meine ihr lieben Leute, dass ich den Weg ins Paradies gefunden habe. Ins Paradies? Ins Paradies? Ja, den Garten Eden, Utopia, Wolke 7, verdammt nochmal. Ein Ort, an dem man ohne Furcht leben kann, wo einem alles, was man sich nur wünscht, zur Verfügung steht. Man könnte also sagen, dort ist es fast so wie hier. Ach, viel besser sogar. Das ist ein Ort, an dem ihr vor Gefahren sicher seid. Vor all diesen Bulldozern, ich meine, vor diesen bösen Maschinen, die euer Dorf kaputt machen wollen. Kommt schon, mir nach. Worauf wartet ihr noch? Das ist dieser miese Greenbug. Ja, klar. Siehst du das denn nicht? Das ist doch klar wie Kloßbrühe. Hast du denn nicht gehört, was der gute Mann gesagt hat? Ich würde mir sehr gern dieses Paradies mal ansehen, von dem er erzählt hat. Aber seht ihr denn nicht, dass dieser Mann ein Betrüger ist? Liebe Lilly, du bist mit unseren Bräuchen nicht vertraut. Man darf niemals die Maske des Medizinmannes berühren. Sie ist sein allergrößtes Heiligtum. Ja, vollkommen richtig, lieber Häuptling. Darauf wollte ich Sie gerade hinweisen. Ich werde euch allen beweisen, dass dieser Kerl nicht der Medizinmann ist. Ach, hinfort mit dir! Wir werden uns nun kurz zurückziehen, um eine Entscheidung zu treffen. Oh.
So höre, wir haben uns entschlossen, unserem großartigen und weisen Medizinmann zu dem fantastischen Ort, den du Paradies nennst und den du uns in den schillerndsten Farben beschrieben hast, zu folgen. Doch bevor wir uns auf die Reise machen, müssen wir natürlich erst noch die traditionellen und altehrwürdigen Rituale durchführen. Selbstredend. Ja, klar, die altehrwürdigen Rituale, logisch. Bevor wir nun also unsere geliebte Heimat verlassen, wollen wir als erstes die Tiere und Pflanzen ehren, mit denen wir dieses heilige Land all die Jahre geteilt haben. Wir beginnen mit unserem lieben Freund, dem Tapir, und der Sonnenorchidee. Alles klar. Auf Wiedersehen, lieber Tapir. Lebe wohl, du Sonnenorchidee. Sag mal, wohin gehen wir überhaupt? Ach, Hector, es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir Ihnen beweisen können, dass dieser Fettmops ein ganz gemeiner Betrüger ist. Ah, du meinst also, wir verkleiden uns als Dschungelaffen und locken ihn in eine listige und ausgeklügelte Falle? So ein Quatsch. Nein, wir müssen den echten Medizinmann finden und ihn ins Dorf zurückbringen. Ja, das könnte auch klappen. Greenbuck hat sich den Kopfschmuck und den Beutel unter den Nagel gerissen. Das bedeutet, der echte Medizinmann muss noch irgendwo hier sein. Da ist er ja. Jetzt müssen wir uns nur irgendwie an den Wachen vorbeischleichen. Voll einfach. Wir verkleiden uns als Dschungelaffen und... Oder wir versuchen es auf die einfache Art. Er ist in diesem Container hier. Wir müssen versuchen, ihn durch irgendeine Öffnung rauszukriegen. Tja, als Öffnung wäre zum Beispiel eine Tür ganz praktisch. Seit wann halten uns Kleinigkeiten auf? Hier kommt man weder raus noch rein. Drum wäre was zum Öffnen fein. Die Wand sitzt fest, jetzt mach sie lose. Schnell und lautlos soll es sein. Öffne sie wie eine Thunfischdose. Wer? Wieso? Seid ihr etwa gekommen, um mich zu retten? Na, aber logisch, Autogramme gibt's später. Nein! Lilly, wartet noch einen Moment. Haben wir es dann bald mal? Ich meine, könnten wir eventuell... Nun zur Durchführung deines großartigen und weisen Plans schreiten und das Dorf verlassen? Und das werden wir auch. Ehrlich? Natürlich. Aber zuerst haben wir noch zwei wunderbare Kreaturen, die unsere Ehrerbietung verdienen. Auf Wiedersehen, kleines Bartschwein. Leb wohl, Blume des Mondes. Schon gut, ich hab's verstanden. Ihr habt mich überzeugt. Ich geb ja alles zu. Ich bin ja gar nicht euer Medizinmann. Ist er nicht? Es hat funktioniert. Na endlich. Ich hatte schon befürchtet, dass er nie zusammenbrechen würde. Aber wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir ihm noch jede Menge Tiere und Pflanzen zeigen können. Du meinst, ihr habt ihn an der Nase herumgeführt? Und dass ihr ihn von Anfang an durchschaut habt? Ja, was hast du denn gedacht? Wir fallen doch nicht auf eine gestohlene Maske und ein paar leere Versprechungen rein. Wir haben uns nur einen klitzekleinen Spaß mit ihm erlaubt. Endlich ist mir ein Licht aufgegangen. Ich verstehe es. Wie können wir nur so grausam sein und diesen wunderschönen Regenwald mit all seinen putzigen kleinen Tierchen und wunderschönen Pflanzen zerstören? Nur damit wir aus den Bäumen Taschentücher und sowas herstellen können. Wir opfern Bartschweine und Tapire und alles nur für Toilettenpapier und Zahnstocher. Was hab ich mir nur dabei gedacht? Jetzt sagt doch mal, Kinder, ist das nicht wunderschön hier? Kommt, Jungs, jetzt macht mal ein bisschen hinne. Ich will diese Bulldozer hier nicht mehr länger sehen. Alles klar. Ganz wie Sie meinen, Boss. Wir sind dir zu ewigem Dank verpflichtet, große Zauberin.
ohne dich hätten die bösen Maschinen unser Dorf bestimmt längst zerstört. Ach, nicht der Rede wert. Ich hab gern geholfen. Oh, bevor ich es vergesse, Lilly, unser Medizinmann hat als Zeichen unserer Dankbarkeit ein kleines Geschenk für dich vorbereitet. Danke sehr. Und was ist das? Das ist eine Medizin aus dem Regenwald. Sie ist in der Lage, viele, viele Krankheiten zu heilen. Vielleicht sogar diese Erkältung, von der mir Alana erzählt hat. Oh, also so leid es mir tut, aber ich muss jetzt sofort nach Hause. Weiß irgendjemand, wo Hector steckt? Ja, er ist da drüben. Hector! Hector! Ja! Was ist denn jetzt los? Ist dieser Regenwald nicht einfach zauberhaft? Oh. Sieh mal, was ich für dich hab, Leon. Deine Lieblingseiscreme mit einer ganz besonderen Super-Duper-Spezialsoße. Oh, wie lecker! Und jetzt gucke ich die Zauberschule. Nein, guckst du nicht. Häslein hüpft das Hüglein hinab, ist doch noch nicht vorbei. Mama? Deine Erkältung, Leon, sie ist ja weg. Ja, stimmt ja. Ich muss gar nicht mehr niesen. Ist ja toll. Dann kann ich ja endlich wieder draußen spielen. Yippie! Mama! Der Doktor sagt, wenn du Glück hast, Leon, ist der Gips in 3 Wochen ab. Juhu!